So, das Auftaktspiel in der Bezirksliga Süd zwischen dem SV Stadtwerke und dem BCA Oberhausen ist gespielt. Endstand 0:3 für den BCA Oberhausen. Hier bei uns vor der Kamera Marco Löhring. Marco, 3:0 Sieg zum Auftakt. Erste Halbzeit bis zur 20. Minute konnte Stadtwerke noch einigermaßen mithalten. Dann Doppelschlag durch Esad Yaz. Kurz darauf dann das 3:0 und danach war das Spiel eigentlich gelaufen, oder? Ja, das kann man so sagen. Gut, wir haben natürlich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, hast du schon gesagt. Die ersten 20 Minuten waren wir nicht so ganz da, haben auch Glück gehabt, dass am Anfang, glaube ich, der Elfmeter gegen uns nicht gegeben worden ist. Ich glaube, das war eine klare Geschichte. Aber dann, glaube ich, mit den 3 Toren innerhalb von 10 Minuten haben wir, glaube ich, Ruhe dann auch ins Spiel bekommen und haben das Spiel dann auch klar beherrscht. Und ich glaube, deshalb sind wir dann auch als verdienter Sieger hier vom Platz gegangen. Man hat aber heute aber auch gesehen, Marco, die Viererkette natürlich mit dem Mario, der einen Traumpass zum 2:0 gespielt hat, Nils Kolo-Seike. Wenn junge Spieler auf die Viererkette kommen, dann kann es aber auch Probleme geben. Oder hat da ein bisschen das letzte Engagement gefehlt? Ich glaube, das hat heute gepasst. Man tut ja auch nur so viel, wie man muss im Endeffekt. Nein. Ich glaube, dass sie schon zwei quirlige Spieler vorne gehabt haben. Und ich glaube, die beiden, Amir und Mario, haben sich da auch ganz gut geschlagen. Nils außen ist natürlich auch eine neue Position für ihn, weil er eigentlich auch Innenverteidiger ist. Aber wenn der Mario da ist, muss er halt ausweichen. Und der André hat sich halt leider vor 2 Wochen in der Arbeit verletzt, sodass er jetzt 2 Wochen ausgefallen ist. Und der wird aber nächste Woche wieder einsteigen. Und dann kann sich das auch alles wieder einpendeln. Wir sind natürlich am Anfang der Saison, da ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Und haben noch mit Sicherheit ein paar Wochen vor uns, wo wir alles ein bisschen perfektionieren können. Und ich glaube, dann wird es auch eine ganz gute Serie von uns werden. Kommen wir nochmal auf Mario Basler zu sprechen. Er wollte ja heute unbedingt spielen. Wie ist die Aussicht, dass er jetzt wirklich die ein oder anderen Spiele, mehrere Spiele bestreitet für euch am Stück? Bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, weil er ambitioniert sich natürlich als Trainer nur in den ersten 2, 3 Ligen, sag ich mal, zu arbeiten. Und die sind alle gerade am Anfang, von daher wird da, glaube ich, so schnell kein Trainer entlassen. Ist möglich, dass er vielleicht sogar bis Oktober noch bei uns ist, das weiß man natürlich alles nicht. Das kann dann doch relativ schnell gehen, aber wir hoffen, dass er uns noch ein paar Spiele da bleibt und mit seiner Routine uns dann natürlich auch weiterhelfen kann. Gut, Marco, danke fürs Interview. Glückwunsch zum ersten Auswärtserfolg und alles Gute für die Saison. So, jetzt haben wir den Mario Basler vor der Kamera. Herr Basler, 3:0-Sieg, Auftaktsieg beim Derby SV Stadtwerke. Ein Tor vorbereitet mit dem Traumpass, wie man es von Ihnen kennt, von früher. Wie zufrieden waren Sie mit der Leistung Ihrer Jungs und der Mannschaft? Ja, wir haben ein bisschen schwer reingefunden am Anfang der ersten 10 Minuten, 15 Minuten, aber danach haben wir das Spiel klar im Griff gehabt. Wir haben dann nichts mehr zugelassen, haben dann schnell 3 Tore gemacht und die zweite Halbzeit haben wir dann ein bisschen das Gas rausgenommen, sonst wäre das hier wahrscheinlich deutlich ausgegangen. Eine brenzlige Situation nach 5 Minuten, Elfer oder Nicht-Elfer, wenn der Schiri nicht pfeift, ist es kein Elfer. Wie haben Sie die Situation gesehen? Genauso wie Sie. Wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, dann ist es kein Elfmeter. Gut, 3:0 Auftaktsieg. Wie oft werden wir Sie sehen? Werden wir Sie öfter sehen? Das machen wir davon abhängig, ob ich in naher Zukunft einen Job habe oder einen Job bekomme oder wie das mit DSF funktioniert, mit Sport 1 funktioniert. Ansonsten, wenn es Zeit zulässt, werde ich oft spielen. Man sieht, Sie sind sehr engagiert bei der Sache. Wie viel Spaß bereitet es Ihnen, mit den jungen Spielern auf dem Platz noch mitzukicken? Naja, Fußball muss ja Spaß machen und macht immer noch Spaß. Und das ist einfach schön. Wir haben eine gute Mannschaft zusammen und es macht Spaß, mit den Jungs zusammen zu spielen. Gut, das war Mario Basler für Schwabensacker. Danke, Herr Basler. Alles klar.